Admin-Rechte haben. Wir haben hier jeder einen eigenen Channel, die passwortgeschützt sind. Da kommt ihr nicht rein, da werden wir wahrscheinlich die meiste Zeit drin rumchillen. Ihr könnt uns aber jederzeit anschreiben. Hier oben ist Aufnahme. Wenn wir in Aufnahme drin sind, dann nehmen wir auf. Wer hätte es gedacht? Hier sind Fragen Oh. an Admin, da könnt ihr reingehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn wir euch dann irgendwann da drin sehen, dann werden wir zu euch in den Channel kommen. Oder ihr könnt uns natürlich auch anschreiben und sagen, hey, ich habe mal eine Frage an euch, wir treffen uns da. Hier unten sind die Gaming Launches. Die sind alle natürlich nicht passwortgeschützt. Einmal League of Legends, hier sind fünf League of Legends Launches, wo man sich treffen kann. Dann Guild Wars 2 und Diablo Launches, die aber wahrscheinlich noch verändert werden. Und dann andere Spiele. Da könnt ihr dann halt immer in die passenden Channels reingehen. Und hier unten ist dann Chill Launch, da kann man einmal reingehen. Und hier ist Away oder AFK, wenn man halt gerade nicht da ist. Und es sind halt nur die Admin Launches und die Aufnahme hier passwortgeschützt, glaube ich, ne? Das Passwort hier für die Aufgabe weiß niemand. Ja, und der Rest ist nicht passwortgeschützt. Na, okay, halt noch League of Legends, solche Sub-Channels quasi. Da könnt ihr auch nicht rein, wenn man da auch nicht rein soll. Und es ist halt ganz wichtig, dass wenn wir in Aufnahme drin sind, dass ihr uns dann nicht irgendwie anschreibt oder so. Weil das hört man dann halt, dann sagt so eine Stimme, hey, wake up. Und wenn wir gerade am Aufnehmen sind, dann ist das nicht ganz so toll. Aber wenn wir hier in den Admin-Launches drin sind, dann könnt ihr natürlich uns auch anschreiben. Und ja, gibt's nichts zu sagen, ihr könnt da immer raufgehen. Die IP gebe ich euch, die packe ich irgendwie rein. Ich zeig's nochmal ganz kurz, wie das geht. Man muss hier auf Verbindung gehen, dann auf Verbinden. Dann kann man hier die Serveradresse eingeben, das ist halt die IP, die ich mache, hier einen Nicknamen eingeben. Ich habe hier Rüdiger aus Spaß drin, weil ich so auf dem anderen Channel heiße. Und Serverpasswort, wir haben aber kein Serverpasswort. Nicknamen solltet ihr auch wirklich den Nicknamen haben. Am besten den, der in YouTube oder League of Legends heißt und damit so ein Querbalken hier oder irgendwie Klammern oder sowas, wie er in echt heißt. Ist eigentlich am praktischsten. Lennart hat das noch nicht, der Bauer, der macht das aber gleich, weil ich es ihm befehle. Das Das ist wurde halt mir der auch nicht Nickname. Hier gesagt. kommt, ich weiß. Hier kommt die IP-Adresse halt rein, die ich euch gebe. Die wird mit 6.2 anfangen. Serverpasswort braucht ihr gar nicht, da müsst ihr nur auf Verbinden drücken und dann kommt ihr hier halt irgendwie in Lobby oder herzlich willkommen. Ich weiß gerade gar nicht, wo ihr da reinkommt. Und Ja. ja, dann kommt ihr halt auf den Server und könnt ihr ein bisschen mit ein paar Kollegen oder was weiß ich rumchillen. Der ist natürlich frei, könnt ihr auch euren Freunden geben. Bis zu 50 Leute können hier drauf. Und ja, so könnt ihr mit uns quatschen, so könnt ihr selbst quatschen und dann passt das halt alles, kann man ein bisschen mehr miteinander zocken und darum hat das halt auch ein bisschen jetzt gedauert, dass ich keine Videos gemacht habe, weil ich habe ja eigentlich gesagt, Freitag mache ich wieder Videos, aber habe ich jetzt halt doch nicht gemacht, weil ich mich um den Server gekümmert habe, weil mir das ein bisschen wichtiger war. Und noch ein paar andere Sachen, die ihr dann wahrscheinlich sehen werdet, wenn da irgendwas kommt. Warum Das ist war's. unser Samurai weg? Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, das war's soweit, ne? Das war's soweit, glaube. Und ja, hier oben könnt ihr halt die Serveradresse nochmal nachgucken. Aber ich glaube, das war's echt. IP packe ich euch halt, wie gesagt, in die Videobeschreibung. Könnt ihr dann halt immer draufgehen. Könnt ihr auch unter Favoriten speichern. Das muss ich euch, glaube ich, nicht erklären, wie das geht. Einfach zu Favoriten hinzufügen, wenn ihr auf dem Server seid. Oder Favoriten verwalten und dann hinzufügen. Ja, Samurai ist hier. Und das war's soweit. Ich hoffe, ihr besucht uns mit nicht nur alleine, sondern mit ein paar mehr. Ihr müsst euch einfach TeamSpeak 3 downloaden und dann könnt ihr hier einfach mit uns ein bisschen rumschnacken. Aber wenn wir halt in diesen Admin-Launches sind, da könnt ihr nicht reinjoinen, weil die Passwort geschützt sind. Könnt ihr uns halt einfach anschreiben, das geht. Zeig auch nochmal kurz. Einmal kann man hier Client anstupsen, da kann ich ihn anstupsen. Im Grund des Anstups dann halt irgendwie eine Nachricht, hallo. Und Hey, jetzt, wake up! da, Lennart hat mich auch gerade angestupst. Und dann hört man halt diesen Sound, den man gerade gehört hat. Und da steht, wann das war und was für eine Nachricht. Oder man kann hier auch irgendwo Beschwerde einrichten, Lautstärke, wo kann man hier in den Chat.